Hallo, herzlich willkommen bei dem Kanal auf Keep Supernova. Mein Name ist Fluffo und wir begeben uns heute wieder in die Rangkämpfe bei Splatoon 2. Und heute ist Operation Goldfisch dran. Kip trägt seine klassische Gasmaske und seine Gummistiefel und ist bereit, sich in die Rangkämpfe zu begeben. Er trainiert ja immer noch für das Blattfest, wenn es so weitergeht. Wird es wahrscheinlich ziemlich schwarz werden bei ihm Blattfest, obwohl er ja in Rot einfärbt, wenn er im Team Ketchup ist. Ja, also schnappt euch eure Chips und eure Pommes Frites, ja, und dann könnt ihr die essen mit Mayo oder mit Ketchup oder auch ohne oder mit. Ja, ist ja eigentlich auch völlig egal. Heute ist meine Laune eh nicht so gut. Ja, meine Laune ist heute richtig, richtig schlecht sogar. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann fragt besser nicht. Ja, es ist eben, ja. Also Operation Goldfisch und wir sind auf einem Schiff, die Santa Maria oder Santa Dingsbums oder wie sie heißt. Und es geht los. Farbe Orange gegen Farbe Grün und das Blatt kann beginnen. Ja, eins vorweg. Operation Goldfisch ist neben Mittelchaos wohl der schlechteste Rangkampfdisziplin. Die Rangkampfdisziplin, wo Kip am schlechtesten ist. Er hat ewig lang gebraucht, zu kapieren, wie das Spiel überhaupt funktioniert. Ja, oder überhaupt den Spot zu finden, wo man den Goldfisch platzieren, Goldfischkanone platzieren kann. Aber jetzt genießt die schönen Bilder, wie Kip mal wieder ordentlich eingeseift wird. Ja. General weg. Fire 3 erledigt. Naja, er hat wenigstens noch jemanden weggesplattet, wo er selber gesplattet wurde. Wobei auch im Rangkampf, die Kills nicht wirklich zählen, sondern letztendlich das Ergebnis. Also es gibt Leute, die machen 20 Kills und verlieren trotzdem. Ja, weil killen ist eben nicht alles. Die killen kann man zwar die Gegner davon abhalten, zu färben oder in dem Fall hier die Goldfischkanone an sich zu nehmen. Aber nichtsdestotrotz, man muss eben die Goldfischkanone an den Platz bringen. Da kann man noch so viel killen, wenn man will. Er arbeitet sich jedenfalls sehr, sehr engagiert in die Mitte. Er hat auch schon den Tintenschock und den setzt er auch rein und killt aber damit niemanden und fällt auch niemanden damit auf. Mit der Goldfischkanone übrigens selbst kann man auch schießen und alles zerstören, was sich im Weg befindet. Deswegen das ist es ziemlich. Aber 86 zu 63 für Orange, für Kips Team, sieht eigentlich recht gut aus. Obwohl jetzt ist Gefahr, und er ist schon wieder weg vom Fenster, diesmal von der Goldfischkanone selbst erledigt, höchstpersönlich. Oioioioi. Ja, das Gegnerteam holt massiv auf, wird aber. Ja, es wurde aufgehalten, aber schon wieder die Goldfischkanone in die Gegnerhand und Kip ist an vorderster Stelle und. Wurde von Ryan Dingsbums erledigt und hat vorher noch Rebecca erledigt. Wurde aber weggepinselt von einem Kalibrat. Jetzt ist es 16 zu 63. Oh, 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 das sieht sehr düster aus. Kips Team wird schön in Pfefferminzgrün oder Kotzegrün eingesplattet und es ist eigentlich, ja, es ist verloren. Das wird nichts mehr. Ja, das war wohl nichts. Erste Runde geht leider ins Gegnerteam. Ein klarer K.O. K.O.-Sieg für das Gegnerteam. Ja, für das Gegnerteam Kotze. Grün. Kotze grün. Ja. Wobei die orangen Haare stehen Kip richtig gut. Also mir gefallen sie. Es harmoniert mit der Gasmaske. Ja, Rang C. Ich glaube, tiefer kann man nicht mehr sinken wie Rang C. Naja, aber immerhin wieder ein paar Punkte mehr. Er ist ja auf dem Weg zu Stufe 50 und wir gehen in die zweite Runde. Na, und wir sind nochmal auf dem Schiff, auf der Santa Maria oder wie sie heißt, und Kip ist im Team Pink und das Gegnerteam hat Giftgrün. Und es geht los, bereit? Jawohl, ich war nie breiter und. Nein, Kips Team reicht. Oh, jetzt macht er die Brückentaktik, also von Angriff von oben und er fällt trotzdem runter. Ja, man muss auch auf B drücken und dann springen. Und nicht einfach sich da fallen lassen. Das jetzt
Jetzt sind die anderen dir voraus, du dienst da hinterher und dienst und dienst da und die Gegner haben schon lange die Goldfischkanone. Aber, oh, engagierte Kill, oh, drei Kills, ein Triple Kill. Oh, wow, ein Klingmann hat auch weggesplattet. Mein lieber Herr Gesangsverein, vielleicht wird es ja doch noch was. Ja, ja, 83 zu 88, noch für das Gegnerteam. Und Kips Team hat soeben, ist soeben explodiert worden von der Goldfischkanone. Und Goldfischkanone ist im Besitz der Gegner. Und Giftgrün, nicht kurze Grün, sondern Giftgrün. Und weiter geht's. Ja, jetzt ist die Frage, wo ist die Goldfischkanone? Sie ist da vorne, sie ist. Ja, das war ein Hinterhalt von. Mad Gamer, ja, der ist wirklich ein bisschen verrückt. Und so ein Hinterhalt startet und dann von der Seite irgendwie angeschlichen kommt und zack und dann wegsplattet. Aber Kip gibt nicht auf, er prescht mutig nach vorne. Noch ist nichts entschieden, das ist fast, man kann sagen, fast Gleichstand. Und da ist noch vieles offen und eigentlich alles offen. Es ist jetzt wieder Team Joker, ein hat Ryan wegsplattet, aber ein Roller, ja, gegen die Roller kann man verkehren, zumindest geht fast nur was ausrichten, ja, da dreht man sich im Kreis, ja, wie ein Hund, der versucht, sich selbst in den Schwanz zu beißen, und dann wird man am Ende doch weggerollt, aber er springt jetzt, hoffentlich springt er nicht in seinen Verderben, und ja, er hat wieder Ryan weggesplattet, und es steht immer noch 83 zu 88, es bleibt spannend, aber er wurde von der Explosion der Goldfischkanone weggesplattet, die Gegner haben die Goldfischkanone jetzt in der Hand. Ja. Und dann haben das bei Ihnen empfohlen und schon ohne Hände sind immer nie gewesen. Okay, weiter geht's. Nein, die Goldfischkanone ist direkt vom Hotspot der von Kips Mannschaft, von Kips Team. Das gibt's doch nicht. 4 zu 88. Wie konnten die das jetzt so schnell aufholen? Das ist ja. Boah, nein, ist das noch zu scharf? Ich habe schon alles möglich gesehen. Das ist wird auf jeden Fall sehr knapp. Und sehr spannend, es ist eigentlich fast nicht mehr einzuholen, aber mit ein bisschen Engagement und vielleicht ein bisschen Glück, dass die Gegner-Team jetzt Tintenschock an. Jetzt musst du Tintenschock einsetzen, Kip. Jawohl, aber das was gebracht hat, wieder dieser blöde Roller. Ja, jetzt haben die sich gegenseitig weggeflext mit Flex-Roller. Kip springt wieder. Ja, jetzt steht es 4 zu 39, 38. Kips Team ist sehr gut vorangeprescht, aber nimmt sich trotz wieder weggesplattet. Jetzt ist Kips komplettes Team weggesplattet, oder was komplett weggesplattet und wieder ist Goldfischkanone in Gegnerhand. In der Hand grün. Eieieiei. Komplementärfarbe zu dieser. Ja, das ist nicht pink, das ist ein lila Pink, oder? Umwehrfarben. Da ist zum Beispiel hier Purpur. Purpur ist mehr blau. Na egal. Wieder weggesplattet. Wieder von einer Klecksbombe. Ja, aber die Goldfischkanone ist wieder frei. Jetzt muss sein Team nach vorne preschen und muss die Goldfischkanone sich schnappen. 4 zu 38. Also, die Chancen liegen, dass es zumindest eine Verlängerung gibt. Aber ob das noch aufzuholen ist, das ist fraglich. Da setzt wieder Team Shop ein. Und da ist noch ein Gegner, den kriegt er ums Verrecken irgendwie nicht. Auch wenn man sich noch mal zusammengefunden hat. Ein Double Kill. Ein Triple Kill und trotzdem selbst weggesplattet. Aber es sind jetzt. Ja, das geht natürlich schon wieder. Die respawnen recht schnell. Wahrscheinlich haben sie irgendwelche Hilfsmittel. Vielleicht haben sie irgendwelche Supermuscheln eingetauscht. Können jetzt schneller respawnen. Das ist nun durchaus möglich. Wenn man sich entweder im Storygame-Modus oder bei Bear GmbH irgendwelche Zusatzpunkte sich ergattert mit Swamp-Muscheln. 4 zu 38, es bleibt spannend. Die Gegner sind sehr, sehr hartnäckig. Ich habe auch schon Spiele gesehen, wo der Gegner einen Punkt nur noch hatte und trotzdem verloren hat. Ja, es sieht gut aus. Und es gibt eine Verlängerung. Vielleicht besteht noch eine Chance, jetzt den Tintenschock einsetzen. Und er hat weg erledigt. Und jetzt mutig nach vorne. Ja. Wo ist der Gegner?
Wo ist der Gegner? Es ist immer noch 40:35, aber nein. Das war's. Die Goldfischrennung hat verloren. Der Punkt geht an den Gegner, geht an Giftgrün. 2:0 für den Gegner. Zwar kein K.O. Kein K.O.-Sieg. Jetzt bin ich eingefroren, aber meine Stimme hört man noch. Ja, da haben wir technische Probleme in der Regie. Aber egal, meine Stimme hört ihr ja noch. Verloren, aber einige Gegner haben, einige Spieler haben den Kampf frühzeitig verloren. Das heißt, diese Niederlage wird nicht mitgezählt, aber wie gesagt, tiefer oder weniger tiefer sinken, absteigen kann man nicht mehr. Und es geht weiter. Die Teams werden gerade zusammengestellt. Runde 3, Goldfisch, Operation Goldfisch, Runde 3. Alle guten Dinge sind 3. Die dritte Runde muss Kip jetzt gewinnen, sonst ist sein Selbstbewusstsein ganz schön angekratzt. Ja, und dann kann er die Goldmedaille bald ins Blattfest vergessen. Ja, ein Scherz, natürlich gibt es da keine Goldmedaille, das wäre schön. Oder wenn die Punkte Nintendo in Euro irgendwann auszahlen würden, ja, dann hätte Kip ausgesäumt und so manche andere Spieler auch. Aber leider. Das wird Nintendo nicht machen. So, es sieht gut aus. Zack, ist schon erledigt von Kip Splat höchstpersönlich. Jetzt muss er den Sniper ausschalten. Sniper sind ganz schön fies. Und er hat ihn erledigt. Er hat den Sniper erledigt, er hat den zweiten Sniper erledigt. Jetzt sieht es sehr gut aus für Kips Team. Es ist 97:79. Ja, er prescht sehr schnell nach vorne. Kip Team prescht sehr schnell nach vorne. Er weicht den gegnerischen Splats gekonnt aus. Und sehr souverän killt er einen Gegner nach dem anderen. Jetzt ist die Goldfischkanone frei und Zicke-Zacke ist wieder weg. Ja, Zicke-Zacke hinter. Ein Triple-Kill. Sneaky und HC, KFC, sind weggesplattet, aber sehr schnell wieder. Gleichzeitig auch wieder respawn. Die sind noch weggesplattet und wieder respawn. Das ist komisch. Da geht irgendwas mit rechten Team zu. Ist da vielleicht Doping im Spiel? Ja, weiß ich nicht. Doping oder bei E-Sport wird es dann entschieden. Ja? Die Magnetschwebebahn fährt fröhlich über das Eis. 97:60, es sieht gut aus. Kips Team könnte diesmal tatsächlich den Sieg davontragen. Aber er wird wegsplattet von der Goldfischkanone höchstpersönlich. Ja. Und Ziegezacke hat die Goldfischkanone. Aber es kann auch nicht so schwer sein, Ziegezacke ein drittes Mal wegzuzackern. Ja? Zweimal hat er ihn schon weggezackert, ein drittes Mal. Ja, der Junge scheint nicht, das Mädel scheint nicht viel drauf zu haben. Ja? Fiese, ein super Verunreiniger, das ist eine fiese Waffe. Ja? Und ja, halt, jetzt muss er den Tintenschock einsetzen, aber zu spät. Die Goldfischkanone ist immer noch im Gegnerhand. Keep rennt hinterher und wird von der Goldfischkanone mal wieder höchstpersönlich weggesplattet. Aber auch die Gegner haben dabei die Goldfischkanone verloren. Sie ist gesichert. Sie ist gesichert. Jawohl. Es gibt noch. Und schon wieder verloren. Gesichert, verloren. Ja, entscheidet euch mal. Er muss aufladen. Er lädt jetzt auf und es muss doch möglich sein. Das ist ein Kampf. Das ist zum Zerbersten. Zum Zerbersten spannend. Ja, erstmal die Sniper wieder ausschalten. Oh, der ist jetzt immer nicht so dumm. Der weiß, da ist ein Kipsblatt am Werk, aber Zicke-Zacke hat es mal wieder nicht geschafft. Arme Zicke-Zacke. Und jawohl, cool. Kip hat jetzt selbst Goldfischkanone in der Hand. Und los, Kip, das musst du doch schaffen. Weggesplattet von Zicke-Zacke. Das war die Rache von Zicke-Zacke, aber Zicke-Zacke ist auch schon wieder weg. Und die Goldfischkanone ist im Gegnerhand und prescht jetzt in Richtung den Platz von wieder weggesplattet. Kip rennt dem Flex-Konzentrator direkt in die Arme, ins offene Messer sozusagen. Ja, das schaffen nur Profis. Und es besteht Gefahr für Kips Mannschaft. Jetzt prescht nämlich der Gegner sehr souverän nach vorne. Oh, das sieht nicht gut aus für Kips Team. Nein. Er muss die Gegner jetzt wegsplatten und muss die Goldfischkanone wieder an sich nehmen. Ansonsten geht die. Er rennt mit seiner Tintenschock-Superwaffe hinterher. Aber er schafft er es noch. Oh, das
war leider nichts. Auch der dritte Kampf, Rangkampf, Goldfisch, Operation Goldfisch verloren. 0 zu 3 für Kip Splat. Das Team, da ärgert es sich zu Recht. Diesmal 0 Punkte. Jede Menge Kills, aber 0 Punkte. Wieder verloren. Das ist echt bitter. Das tut mir leid. Vielleicht geht es in der vierten Runde. Wir setzen noch einen drauf. So, Zusatzrunde. Das ist die vierte Runde. Operation Goldfisch bringt die Kanone ans Ziel. Jetzt muss Kip mal Erfolg haben. Er hat wieder, es sind wieder dieselben Farben am Spat. Oh, eine Pizza spielt auch mit. Pizza, Pizza. Ja, noch bringt Glück vielleicht. Oder auch vielleicht nicht. Ja, vielleicht Pech, wenn es eine Gegenmannschaft ist. Weil Pizza ist nämlich Kip für sein Leben gerne im Training. Am liebsten Dark Planet Cola. Die Pizza hat er weg. Weggesplattet, aber Gorki, ja, Wandschwabber, die würden die rumblubbern. Da wächst kein Gras mehr. Oder auch kein Kip mehr. Ja, weggekippt. Also, die Goldfischkanone ist gesichert. Es steht, oh, 99. Ah, das sieht gut aus. Jetzt muss dem Goldfischträger, Goldfischkanonenträger, Rückendeckung gegeben werden. Oh, Cheyenne. Cheyenne. Oh. Kips neue Lieblingsfeind ist weggesplattet. Aber was macht er da unter der Brücke? Vom Mad Gamer weg geairbrushed. Aber, oh, es sind 60 Punkte. Also, noch. Ja, ich glaube, es sieht gut für Kips Team aus. Kip hat nämlich eine Rechnung mit dieser Cheyenne, oder wie sie heißt, offen. Gestern war es ja Prinzessin Lea, jetzt ist es Cheyenne. Und, da gab es im Revierkampf einige Querelen. Aber jetzt hat der Gegner ziemlich die Hosen an. 61 zu 60. Cheyenne zeigt ihm, wo der Frosch die Locken hat. Das darf sich Kip nicht fallen lassen. Muss dieser Cheyenne ein bisschen einpfeffern. Sagt, jawohl, Mad Gamer ist erledigt. Und per Tintenschock nichts erreicht. Christoph Pizza freut sich. Ja, das ist. Wahrscheinlich auf der Pizza ist wahrscheinlich sehr viel Knoblauch drauf, deswegen brennt es auch so in den Augen. Ja, ich weine nicht, mir brennen immer die Augen, weil, oh, ich hab was im Auge. Ja. Och je. Also, nein, zum Weinen hat er keine Zeit, er muss. Diese Cheyenne! Oh. Also, ich mag ja französische Namen und Frankreich ist allgemein ziemlich geil, ja, aber. Oh, so Mädels müssen Cheyenne heißen und Madeleine und er hat Cheyenne weggepfeffert. Ja, und die Pizza auf, jawoll. Das klingt immer so angeberisch irgendwie. So, oh Cheyenne, oh Chantal, oh lalalle. Das ist irgendwie so, ich weiß nicht. Also mich macht es jetzt nicht so gut. Nicht. Aber naja, egal. Flavo ist vielleicht auch nicht gerade so ein richtig cooler Name. Ne? Aber was soll man machen? Jeder hat eben den Namen, den er eben kriegt. Nicht den er verdient, den er halt kriegt. Ja. Und dann entscheidet sich dann, was. Ach, ich babbel wieder. Ich sollte mich lieber auf das Spiel konzentrieren. Ja, wir werden hier gerade mächtig wieder eingesalbt. Aber es sieht gut für Kips Team aus. 61 zu 44. Er kriegt die Goldfischkanone noch ans Ziel, bevor er schon wieder gesplattet wird. Diesmal von der Pizza. Pizza, Pizza, ein Stück vom Himmel mit Julia Roberts, 1988. Toller Film. Heißt aber im Original Mystic Pizza. Irritierender Name. Pizza, Pizza gefällt mir besser. Pizza, Pizza, Mystic Pizza. Was soll denn das? Denkt man ja gleich an Act X oder sowas. Mystic Pizza. Aber weil der Laden das Restaurant sagt, ist Mystic Pizza. Aber zurück zum Spiel. Und Pizza, anderes Mal. Verschieben wir dieses Thema. Oh, der guter Wandschwabber. Ja, der Wandschwabber, der hat es in sich. 48 zu 40. Oh, es wird knapp nur 8 Punkte Unterschied. Goldfischkanone gesichert. Jetzt entscheidet sich. Jetzt gilt es dem Goldfischkanonenträger. Goldfischkanonenträger Rückendecken zu geben. Mal wieder der pegende Mann. Platscher von Kreuon. Und hast du Kreide. Da war noch mal Stifte. Eiserwurscht. Rückendeckung zu geben. Ich habe einen Faden verloren. Eiser. Ja, nicht so wichtig. Die drei Leute, wozu.
Die drei Leute, die zuschauen, die stört es wahrscheinlich eh nicht. Oder verstehen nicht mal, was ich hier sage, weil sie irgendwie ja, der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Soll ich speak in English? Schreibt es in die Kommentare. Write in the comments. Should I speak English? But my English is not very good. Cheyenne und Chantal. Ja. 48 zu 40. Noch. Oh, der Counter läuft. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh nein, es gibt eine Verlängerung. Es gibt eine Verlängerung. Noch könnte der Gegner den Sieg davon tragen. Noch könnte er den Sieg. Oh. Ende. Also zwar kein K.O.-Sieg, aber wenigstens knapp gewonnen. 300 Zusatzpunkte. 60 zu. Ja, ich bin jetzt wieder mit der Kamera. Bin jetzt zu faul. Ja, sieht dann nicht schlimm aus mit seiner Gasmasse. 11 Kills. 11 Kills hat er nach Hause geholt. Und auf dem letzten Platz, das wäre aber immerhin ein Sieg für Kip's Blatt. Ja, das kann sich doch sehen lassen. Ja, das kann sich sehen lassen. Also, zum Schluss noch, warum bin ich heute schlecht gelaunt? Naja, manche Dinge laufen eben nicht so, wie man es gerne hätte. Es gibt ja immer wieder solche Sprüche wie, oh, leb deinen Traum und glaub an dich, bla bla bla. Ach Leute, manchmal braucht man auch Glück. Ja. Und ich glaube nicht, dass es so etwas wie Glück oder Schicksal gibt. Manche Dinge passieren eben so, wie sie passieren. Aber ich will euch jetzt hier nicht Depri machen. Das reicht, wenn ich Depri bin. Aber jetzt ein bisschen Splatoon spielen und dabei zugucken, auch wenn man ständig am Verlieren ist, muntert schon ein bisschen auf. Also ich sag schon mal, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, Nacht oder wann ihr immer dieses Video guckt. Ja, oder vielleicht irgendwann im Jahr 2050 irgendwo ausgrabt, YouTube-Nostalgie. Ja, vergesst euren Lieblings-Red Panda nicht, Flavo. Ich wünsche euch noch was. Bleibt sauber. Ja, sauber ist auch wichtig. Bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal. Tschüss.